Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Wir schauen uns wieder die Virtual Reality und Augmented Reality Weekly News an. Diese Woche mit folgenden Themen. Virtual Disney World. Wir können endlich auch die Achterbahn und alles der Disney World in VR erleben. Dann Coronavirus wird in VR bekämpft. Facebook kauft ein AR-Display-Hersteller. Elysia kriegt einen Gameplay-Trailer. Virtual Battlegrounds, eine Open Beta. Es gibt neue Controller von ET und SteamVR-Statistiken. Iron Man VR ist auf Eis gesetzt und Form kriegt eine PlayStation VR-Version. Dazu natürlich wieder die neuesten Sales und Releases diese Woche. Ich bedanke mich wie immer bei meinen Sponsoren Woodgirls VR, Oppermann Events, Nursing Skills, Andi de Felser, VR Ambassador und Alpha Blend Interactive. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. Ja, in den Zeiten, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, gibt es natürlich trotzdem einige Sachen, wo wir uns ja mit beschäftigen können. Und ja, es sind natürlich auch alle Freizeitparks geschlossen, aber wir müssen trotzdem nicht auf ja, Virtual Reality Rides verzichten. Guck mal, das hier habe ich gefunden, den Virtual Disney World YouTube-Kanal. Finde ich eigentlich ganz cool. Und da kannst du nämlich die ganzen Rides, nennen sie ja, kannst du in Virtual Reality, also in 360 Grad anschauen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf den Magic Kingdom mal gehen, dann kommt erstmal eine Anzeige und die klicken wir weg und dann können wir hier, die Qualität wird natürlich besser, das ist ja immer am Anfang so, ihr könnt das hier dann bis zu 4K hochschrauben und dann könnt ihr halt einfach hier ja, euch mitbewegen. Der geht sogar durch die Warteschlange noch durch und dann könnt ihr euch das alles mal in Virtual Reality reinziehen. Also ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee. Hier seht ihr das. Könnt ihr zum Beispiel auf der Wasserbahn dann mal gucken. Warum nicht, oder? Ich meine, wir müssen alle irgendwie gucken, was wir zu Hause machen. Schaut es euch einfach mal an, benutzt eine Virtual Reality Brille dafür und dann könnt ihr euch mal diese ganzen Sachen angucken. Ich fand es ganz cool. Von der Laurentian University kommt eine sehr interessante Nachricht. Und zwar wird da mithilfe von Virtual Reality an der Bekämpfung des Coronavirus geforscht. Und das geht sogar quasi im Multiplayer, dass viele Forscher von der ganzen Welt sich solche Daten hier, solche Diagramme und alles anschauen können und daran arbeiten können und die Zusammensetzung erforschen können. Ich, um Gottes Willen, ich habe da keine Ahnung von, aber die Idee ist natürlich schon genial. Ne? Also jetzt sieht man mal, dass Virtual Reality auch gerade in einem richtig krassen aktuellen Thema schon benutzt wird und das ist natürlich immer eine gute Sache. Also ich denke, wenn es hilft, warum nicht, richtig? Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, Virtual Reality kann uns helfen im Kampf gegen den Coronavirus? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir wissen ja alle, Facebook arbeitet an Augmented Reality. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Und jetzt haben die einen exklusiven Deal quasi unterzeichnet mit der Firma Plessey. Die Firma Plessey macht Augmented Reality Displays. Ja, das geht also jetzt voran, wenn das schon ein Exklusivvertrag ist, dann wird da sicherlich auch schon einiges zustande gekommen sein. Und hier steht dann auch zum Beispiel, dass die Very High Density RGB Pixel Arrays benutzen. Und das klingt ja schon mal geil, ne? Also Very High Brightness, Low Power and High Frame Rate Image Sources. Oh ja, das klingt gut. Ich bin gespannt. Apple hatte angeblich auch Interesse an dieser Firma, aber Facebook hat sie jetzt letztendlich bekommen. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass es so unendlich lange dauern wird, bis da wirklich dann mal das Erste gezeigt wird. Zum Beispiel auch auf der Oculus Connect Messe. Da bin ich mal gespannt. Ja, dieses Jahr wird wahrscheinlich alles nicht mehr stattfinden. Ich weiß es nicht.
Aber diese ganzen Messen, das ist ja dieses Jahr schwierig, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich, was Facebook da bringt in Augmented Reality. Und vielleicht ist es ja diesmal auch so ein bisschen was mit Spielen. Also eher ist es im Moment ist ja eher im Businessbereich, aber vielleicht macht ja einer mal irgendwie richtig cool was zum Zocken damit. Elysia hat jetzt endlich einen ersten Gameplay-Trailer. Und wenn wir den uns mal anschauen, dann sehen wir, das sieht aus wie World of Warcraft. Finde ich jetzt. Ja, die Qualität ist ein bisschen, ja, die geht leider nicht höher. Wir sehen hier, also die Grafik sieht für mich genauso aus wie World of Warcraft, ganz klar. Alles eigentlich. Und das ist eigentlich cool, ne? Das ist eigentlich cool. Guck mal, hier können wir klettern. Hier können wir gegen Viecher kämpfen. Können wir auch Nahkampf. Da sehen wir auch die Schadenszahlen und alles schon. Das könnte vielleicht durchaus interessant werden und vielleicht auch endlich mal ein Konkurrent für Orbus VR. Ich weiß es nicht. Also, das Spiel soll ja für die Rift, Vive und Valve Index rauskommen, also eigentlich so die wichtigsten Plattformen. Für die PlayStation VR glaube ich eher nicht. Was glaubt ihr? Können sich Virtual Reality MMORPGs durchsetzen? Ich glaube schon, weil Multiplayer in Virtual Reality ist halt einfach das Coolste. Das macht richtig Bock. Ich meine, ich zocke auch gerne Singleplayer-Spiele, aber so für das Zusammensein ist das natürlich genial, ne? Und man kann sich ja wirklich dann auch sehen, die ganzen Bewegungen und so. Und deswegen glaube ich, dass sowas Zukunft haben könnte, wenn es denn vernünftig gemacht wird, ne? Ich meine, Orbus VR, da haben viele gesagt, um Gottes Willen, lass mich damit in Ruhe wegen der Grafik und den Animationen und alles. Aber ich meine, das wird ja auch immer besser. Und ich bin gespannt, ich werde das Spiel auf jeden Fall testen. Einige haben schon Alpha. Beta-Version. Ich habe es noch nicht gezockt, aber sobald das verfügbar ist, werde ich das mal für euch tun. Elysia. Virtual Battlegrounds, das nächste Battle Royale-Spiel oder vielversprechende Battle Royale-Spiel für Virtual Reality, ist in den Startlöchern und kommt auf Steam als Early Access-Version am 8. April raus. Und ich bin da sehr gespannt drauf, weil das sieht ziemlich gut aus. Wir haben ja Standout schon zum Beispiel, da haben wir eine ein bisschen gemeckert, aber das hier sieht ganz gut aus. Müssen wir natürlich mal schauen, ob es letztendlich auch gut funktioniert. Ne? Das muss natürlich alles funktionieren. Es darf keine Lags geben, es muss perfekt funktionieren, keine Bugs, keine Cheater und viele Spieler und alles. Und das sieht gut aus. Und hier, von der Steuerung sieht es auch sehr gut aus. Ich habe das Spiel tatsächlich schon, kann es aber noch nicht spielen, weil ja, die Server sind noch nicht online. Ich glaube, am 5., ich weiß gar nicht, am 5. ist, glaube ich, eine Closed Beta. Mal gucken, ob ich da Zeit habe, das zu zocken. Ansonsten natürlich am 8. April werden wir uns das mal zusammen anschauen. Virtual Battlegrounds. Ihr habt keinen Bock auf die Index-Controller, wollt aber trotzdem getrackte Controller haben, schaut euch das mal an. Die ET Finger-Tracking-Controller mit Steam VR-Tracking. Guckt euch das mal an. Das sind quasi so kleine Stäbe, die nehmt ihr in die Hand und da habt ihr auch komplettes Finger-Tracking. Das sieht man auch hier schön an der Animation hier, wie das alles vor und zurück geht. Und Thumb, Indexfinger, Mittelfinger, Ringfinger, Pinky. Sehr interessant. Und da gibt es eine Kickstarter-Kampagne. Die findet ihr hier in dem Artikel von Road to VR. Und wenn wir da mal drauf gehen, dann sehen wir hier, wir haben 10.000 im Moment, wo ich das Video gerade aufnehme. Wir haben noch 38 Tage verbleibend. Das könnte knapp werden, aber genau deswegen zeige ich euch das ja. Wenn ihr Lust habt, das zu supporten, dann guckt, das sieht auch ganz schön aus. Der snappt das quasi einfach so rein. Und dann, was mich ein bisschen stört, ist, glaube ich, dass da oben nur Touchpads sind. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da Half-Life Alyx mit zocken würde. Ich meine, das wird gehen, denke ich mal. Aber ja, muss natürlich alles auch richtig integriert werden. Das ist immer mein größtes Problem, die Integration. Ne? Wir haben tausende von verschiedenen VR-Equipments, aber in kaum ein Spiel integriert es dann halt auch. Ne? Das ist das Problem. Aber schaut euch die Kickstarter-Kampagne mal an und dann würde ich sagen,
überlegt ihr mal, ob ihr das supporten wollt. Hier kriegt ihr dann ein Steam Dev Kit ab ungefähr 147 Euro. Die ET Button Free VR Controller. Tja, sehr schade für alle Fans von Iron Man VR. Leider ist das Spiel erstmal auf Eis gelegt worden und verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Der Grund natürlich der Coronavirus, wie immer, wie alles im Moment. Und das ist sehr schade. Ich meine, ich habe Iron Man VR schon gezockt auf der PlayStation VR. Das ist schon ziemlich cool, muss man schon sagen, was sie da gemacht haben. Und deswegen ist es halt wirklich schade, dass es jetzt noch verzögert wird. Aber so ist es halt nochmal. Alles wird derzeit verzögert, abgesagt. Wenn ich was Neues darüber weiß, werde ich euch Bescheid geben. Zeit für Statistiken. Wir haben jetzt mittlerweile mehr als 1 Million Steam-User, die ein Virtual Reality Headset haben. Das ist doch eigentlich mal eine feine Sache, ne? Das wird immer mehr. Es sind 1,07% der Steam-VR-User. Hört sich wenig an, wird aber immer mehr. Und das finde ich interessant. Jetzt mit Half-Life Alyx wird das natürlich noch nach oben gehen. Was ich auch sehr interessant finde, dass hier die Valve Index schon mit 10,94% sehr weit oben ist. Vor allem, weil die auch sehr, sehr teuer ist. Ne? Also anscheinend, die Leute mögen gerne auch mal ein bisschen mehr ausgeben, wenn was Vernünftiges am Start ist. Hier steht sogar auch schon Pimax mit drin und alles. Ne? Die Pimax 8K zum Beispiel 0,06%, 5K plus 0,27%. Und ganz oben die Oculus Rift S, gefolgt von der Vive und der alten Rift. Finde ich ja schon mal sehr interessant. Guck mal, die Oculus Quest ist mit fast 3% hier drin. Ja, ich denke, das wird jetzt nach oben gehen. Vor allem natürlich dann, wenn nach der ganzen Corona-Situation die Headsets wieder verfügbar sind. Viele sind auf heißen Kohlen, die können es gar nicht erwarten, ein VR-Headset zu kaufen. Im Moment ist das ja eher schwierig, leider. Gerade jetzt bräuchten wir es, weil Half-Life Alyx das natürlich normalerweise pushen würde, aber jetzt nicht kann, weil die Headsets nicht verfügbar sind. Aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. So, Freunde der guten Puzzle-Adventures. Für mich eines der besten Puzzle-Games, und zwar Form, kommt auf die PlayStation VR. Und zwar schon am 7. April 2020. Das müsst ihr unbedingt spielen. Das ist so schön. Das ist wirklich für Virtual Reality gemacht. Riesige Maschinen, die ganz pompös so vor dir erscheinen, die du so zusammenschieben musst und alles. Das ist so schön gemacht. Kauft es. Kann ich euch jetzt schon sagen, das wird natürlich auch auf der PlayStation VR schön sein. Und ihr müsst nicht mehr lange warten. 7. April. Ja, dann lasst uns mal die neuesten Releases schauen. Fangen wir an mit Steam VR, A Giant Problem. Ja, wir müssen quasi, wir sind in einer Fantasy-Welt unterwegs und müssen Gegner prügeln und aus dem Weg räumen, um uns so unseren Weg da zu bahnen. Sieht ganz lustig aus, hat so ein bisschen was Tower-Defense-mäßiges, A Giant Problem. Dann Xenosiders, das sieht sehr gut aus. Das ist ein Stealth-Shooter in der Welt der Dinosaurier. Also das werde ich sicherlich mal ausprobieren. Sieht gut aus. Und dann Chicago Dentistry. Das ist eine Zahnarzt-Simulation. Interessanterweise, also bei mir steht hier, Artikel ist noch nicht verfügbar, aber hier steht 2. April. Ist ein bisschen merkwürdig manchmal, diese Release-Liste, aber ja, was soll ich machen, ist halt so. Zahnarzt-Simulation. Sound Art, ja, wie der Name schon sagt, können wir mit Sound können wir Kunst machen. Sieht ganz witzig aus, ist aber ziemlich teuer. Mal gucken, ob sich das lohnt. Dann auf der Oculus Quest haben wir Lies Beneath. Das habe ich schon ausprobiert. Das ist wirklich krass. Es ist ein Horror-Abenteuer-Shooter. Ich fand es ganz witzig eigentlich. Dann Guns N' Stories Bulletproof habe ich schon gespielt. Ist jetzt für die Oculus Quest verfügbar. Ein Western-Shooter quasi. Und auf der Oculus Rift Plattform haben wir jetzt
Rakus Fragments. Das ist ein Horror-Adventure, das ich auch schon gezockt habe. Auf der PlayStation-Plattform gab es nichts Neues diese Woche. So, und am Schluss die Sales diese Woche sind wieder einige. Und zwar auf Steam VR haben wir Psychonauts VR. Das kriegt ihr 50% günstiger. Das ist ein Abenteuerspiel. Grip Combat Racing, das hat jetzt VR-Support bekommen und das kriegt ihr sogar für 70% günstiger. Das ist ein Arcade-Racer. Arizona Sunshine muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Der beste Zombie-Shooter, 63% günstiger, würde ich zuschnappen. The Blue, super Spiel für Einsteiger. Man steht da nur, man kriegt keine Motion Sickness und kann sich wunderschöne Unterwasserwelten angucken, 30% günstiger. Dann auf der Oculus-Plattform Doctor Who, ein schönes Abenteuerspiel, 35%. Dann Pagan Peak VR, ein Horrorspiel, 59%. VR-Regatta, Segelsimulation, 70%. Kobold VR Experience, eine kurze Horror-Szene quasi, 60%. Wands, ein Magie-Kampfspiel, 40%. Und auf der PlayStation VR haben wir Blood and Truth, ein Super-Action-Spiel, 62%. A Chair in the Room ist auch ein sehr schönes Horrorspiel, sehr heftig, finde ich, 54%. Titanic VR, wir können die Titanic erforschen, 50%. Astrobot Rescue Mission, Super Jump'n'Run-Spiel, 62%. Rise to Glory, ein Boxspiel, 68%. Firewall Zero Hour, der beste Shooter auf der PlayStation VR, 50%. Electronauts, ein Musik-Rhythmus-Spiel, 52%. Rick and Morty Virtual Reality, super Klamauk, absolut lustiges Abenteuer, 60%. Apex Construct, ein Misch aus Puzzle, Abenteuer und Shooter, 60%. Sprint Vector, ein Sportspiel, was man auch im Multiplayer spielen kann, wo man auch so richtig in Fahrt kommt, 60%. Don't Knock Twice, ein heftiges Horrorspiel, 60%. Eagle Flight, ein Adlerflugsimulator, 75%. Und Farpoint, ein super Shooter, den ihr am besten mit dem Aim-Controller spielt, im Moment 60%. Ja, das waren wieder die Weekly News diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Supportet mich, um mit mir zusammen VR weiter zu supporten und zu verbreiten. Ich gebe alles und ich hoffe, ihr helft mir dabei. Das wäre schön. Wie ihr das machen könnt, schaut mal im ersten Kommentar, der angepinnt ist. Also bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.